Da sind wir auch schon bei der Wertung. Ich habe mal den Spielplan ein wenig demontiert, und zwar das, was normalerweise da oben links am Spielplan dran hing und so um 90 Grad gedreht ein bisschen schwer zu lesen war, habe ich mir jetzt hier nochmal hergeholt, um bei der abschließenden Wertung nicht irgendwie noch groß was falsch zu machen. Also, wie in der Anleitung auch zu lesen ist, bringt fast alles Punkte außer Nährwertplättchen. Zum Beispiel die Ackerplättchen. Davon habe ich 4 Stück. Und wenn man mal hier nachschaut, was 4 Ackerplättchen bringen, dann sieht man 3 Punkte. 4 Plättchen bringen 3 Punkte. Die schreibe ich mir jetzt hier in den Wertungsblock. 3 Punkte. Genau, 4 Plättchen, aber 3 Punkte. So. Weiden. Das sind jetzt nicht Weidenfelder gemeint, deswegen habe ich nicht 5 in diesem Fall, sondern nur eine Weide, 2 Weiden, 3 Weiden. Ja? Also Weide, 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 insgesamt 3 Weiden. Laut Legende bringt mir das auch 3 Punkte. Schreibe ich also in meinen Wertungsblock bei Weiden. Getreide, das wird spannend, da haben wir ein paar mehr gesammelt. Da liegen in meinem Vorrat 7 Stück plus 3 auf dem Acker sind 10. Da habe ich mehr als überhaupt nötig, denn wie ihr seht, bis 8 bringt es überhaupt nur was. Das heißt, 8 und mehr sind alles gleich, dann 4 Punkte bei Getreide. 4. Gemüse. Einfache Sache, 2 Stück. Gucken, was das mir bringt, ob mir das was bringt. 2 Gemüse bringt 2 Punkte. Kommt in den Plan. So, Schafe habe ich ein paar mehr. Naja, nicht so viel, wie ich schon mal hatte, aber 4 Stück. Und 4 Schafe, blätter ich mal eben kurz nach hier, sind 2 Punkte. 4 bis 5, 2 Punkte. Wildschweine habe ich 3, denn auch das Hausschwein Grunzi zählt mit. Das heißt, 3 Schweine, 2 Punkte. Rinder habe ich 4. 4 bis 5 Rinder zählen 3 Punkte. Ungenutzte Hoffelder, die leider jetzt als Minuspunkte abgezogen werden müssen, sind 4. 1, 2, 3, 4. Also leider notiert werden muss minus 4. Eingezäunte Stelle 0. Das bringt aber auch kein Minus. Das ist das Schöne bei diesen Geschichten hier. Ne? Ich hätte für jeden Stall, der eingezäunt wäre, einen Punkt bekommen. Aber da ich jetzt gar keinen habe, kriege ich auch keinen Minus. Punkt. Das ist gut. So, das ist also, da schreibe ich eine 0 hin oder einen Strich. Lehmräume habe ich 2. 2 Lehmräume bringen je einen Punkt, also 2 Punkte. Steinräume 0 habe ich nämlich nicht geschafft. Personen 2 Personen bringen, wie wir hier sehen können, A Person 3 Punkte, also 6 insgesamt. So. Und Sonderpunkte, damit sind folgende gemeint. Es gibt diese schönen Punkte hier auf den Karten. Und es gibt auch Karten, da steht dann im Text am Ende der so und so passiert das und das. Und dabei fällt mir auf, dass ich eine Sache auch wieder vergessen habe. Und zwar hier, nicht nur bringt die Korbflechterei mindestens 2 Punkte, sondern auch, und das hatte ich vergessen, bei der letzten Erntezeit nach Runde 14 hätte ich noch mein Schilf, nur zumindest ein Schilf fällt mir gerade auf. Ach Mist, was ist denn das hier überhaupt? Naja, hätte ich das frühzeitig gemacht, dann hätte ich da mehr von gehabt. Aber jetzt mit einem Schilf, ein Schilf konnte ich noch in 3 Nahrungen umwandeln. Achso, Quatsch, das ist natürlich uninteressant. Jetzt am Ende des Spiels bringen ja Nahrungsmarker gar nichts, wie wir wissen. Aber das hier, der untere Teil, der ist entscheidend. Und wenn ich jetzt mal nochmal kurz rüberblicke, das sind 7 Schilf habe ich noch übrig. Das heißt, da würde ich sagen, zählt die unterste Kategorie hier. Oder nee, für je? Na jetzt, das ist einmalig. Man könnte sich jetzt fragen, ich habe 5 und 2 Schilf, kriege ich dann also 1 und 3 Punkte? Da haben wir gleich wieder eine Frage, die entweder in der Anleitung gesucht werden muss oder vielleicht bei Board Game Geek im Forum. Ich tue mal so, als würde ich jetzt nur eben diese 5 bekommen, für 5 Schilf, ich habe eigentlich 7, kriege ich aber 3 Punkte, schreibe ich mir das, nee, das merke ich mir jetzt erstmal, 3 von dieser Geschichte hier, 2 dazu sind 5 und 3 sind 8. Und einer sind 9. Mehr Sonderpunkte kriege ich nicht. Schreibe ich also hier bei Sonderpunkte eine 9 hin. So, zähle mir das alles schön zusammen. Und dann weiß ich, wie viele Punkte ich habe. Ich versuche das gerade mal irgendwie. Ich halte die Kamera so. 9, 15, 17, minus 4 sind 13, 16, 18, 20, 22, 26 und 6 sind 32 insgesamt.
Das ist leider bei mir bisher so das Standardergebnis. Ich war schon mal schlechter und ich glaube, ich hatte auch schon mal 35 oder so, aber im Durchschnitt schaffe ich die vom Autor in der Spielanleitung genannten 42 eher nicht, bisher zumindest. Aber dazu lasse ich mir wahrscheinlich auch beim Spielen zu wenig Zeit. Ich will irgendwie nach Stunde fertig sein und nicht irgendwie 3 Stunden tüfteln und denken und noch mit Karo-Papier und Stift da sitzen und ausrechnen, was ich sonst hätte kriegen können und so weiter. So sieht das also aus. Das Spiel ist vorbei, 32 Punkte und jetzt kann ich im Prinzip dieselben Karten, die ich zu Beginn hatte, in einer weiteren Runde einfach nehmen, alles wieder auf Null zurücksetzen und dann gucken, ob ich bei anderen Entscheidungen zu mehr oder weniger Punkten kommen würde. Tja, aber euch sollte das hier einfach nur zeigen, wie sich Agricola alleine spielt. Welche Regeln da sich ändern. Nochmal als Zusammenfassung, bei der Faust kommen nur 2 Holz rein statt 3. Der Spieler fängt mit 0 Nahrungsmarkern statt mit 2 oder 3 an. Und die Miepel müssen mit 3 Nährwerten pro Erntezeit ernährt werden. Tja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.